Das soll zum Star. Und wen imitierst du? My name is Whitney Houston. Ja, noch zweimal auf Solarium, aber dann stimmt's. Heißt du auch Whitney? Ich bin Paulina Varetti, ich bin 12 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich gehe in die Schule in die 7. Klasse. So was Schickes trägt man heute in der 7. Klasse? Also ich hab jetzt so ein schwarzes Abendkleid angezogen, weil ich glaube, das passt auch zur Whitney Houston. Sie ist auch immer so schön gekleidet. Und ich finde, wir haben eine ähnliche Stimme. So ein bisschen so tiefere Stimme, kräftig und ja, das ähnelt ihr. Das habe ich einen Tag vor dem Casting gekauft. Das war in so einem Perückenladen. Also meine Liebe, wenn jemand die Perücke tragen kann, dann du. Also, I Will Always Love You, das habe ich vom Film The Bodyguard. Das hat mich einfach inspiriert, also wollte ich es auch singen. 1992 lief Bodyguard im Kino. Whitney Houston sang den weltberühmten Titelsong I Will Always Love You. Bist du nervös vom ersten Auftritt? Ich glaube, Lampenfieber hat jeder, auch wenn sich jemand nicht traut, das zu sagen. Aber ich wette, jeder hat das. Sogar die allergrößte Star, sogar Whitney Houston. Aber sofort, wenn man auf der Bühne steht und den ersten Ton rausbringt, dann ist es vorbei. Kann Whitney die Jury überzeugen? Oder heißt es, Houston, wir haben ein Problem? Hallo. 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 Hi. My name is Whitney Houston. Whitney Houston. Yes. Hey. Herzlich willkommen. Ich habe in die 90er Jahre mit Whitney zusammengearbeitet. Oh. Und ich habe niemals ein Saxophon gesehen. Was ist das dann? Also, das ist ein Sopransaxophon und eigentlich spielt sie es ja nicht, aber für sie beim Lied I Will Always Love You, was ja. Ich jetzt singe, da spielt ja immer jemand das Solo für sie. Mache ich ich's. Wow. Okay. Beides, ja? Das ist, okay. I Will Always Love You ist eine ganz, ganz schwierige Song. Ja? Allerdings. So, wir drücken die Daumen und sei dein Star. Mach ich. If I should stay, I would only be in your way, and Whitney hat die Jury geflasht. Ihre Mama ist total stolz. War toll, war ganz toll. Oh. Ja, das war nicht so gut. Ich habe bereits, kann man sehen, geweint. Ja, ich hab's gesehen. Es tut mir leid. Das war, ja, das war
Whitney Houston natürlich hat ein ganz schwieriges Leben gehabt. Whitney Houston, das funktioniert auch nicht mehr so gut. Aber wir haben eine neue Whitney Houston. Am Anfang habe ich gedacht, mit einem Saxophon, was ist das dann doch? Aber du bist wirklich ein super Talent. Wunderschön gesungen. Ich bin ein Riesenfan. 10 Punkte. Ja, ja, ja und ja. Ich fand dich auch wunderschön, wunderbar. Du hast super schön Saxophon gespielt, hast es wirklich dann noch mit reingebracht. Ich finde, dass du eine sehr einzigartige Stimme hast und von mir kriegst du auf jeden Fall ein absolutes Ja. Dankeschön. Also abgesehen von deiner unglaublich emotionalen und berührenden Performance, die du hier abgeliefert hast, hast du definitiv eins geschafft. Du hast die Messlatte in diesem Wettbewerb gerade hierher gebracht. Absolut. Und alle anderen können sich warm anziehen. Vielen Dank, du hast von mir auch ein Ja. Liebe Pauline, vielen Dank. Das war super. Danke Ihnen. Okay. Tschüss. Tschüss. Toll, dass die Jury so eine schöne Kritik mir sagte und dass sie dann auch so, der eine hat ja geweint. Und Martin Steinkamp, dein erster Fan, Whitney. Das war nicht so schön. Oh my God. War schon gut. Das war wirklich, das war alles da. Stimm, Bewegung, Belebung. Ja, die hat die Ton perfekt. Du hast, ja. Das war